Das bescheuert finden, wenn man einen Film dreht. Ja? Die Asiaten finden das normal. Aber in Touristenstädten wird man auch gefilmt. In Italien oder sonst wo. Dann macht man da auch keinen Hehl draus. Aha. Ja, guck mal, so monoton klingen die Leute mittlerweile schon. Ich hab da so eine Schale und da überlegen, was ich dafür mal. Ja. Der Witz ist ja, du kannst es gar nicht kontrollieren, wenn derjenige dann den Film hat. So, wenn das ein Tourist ist aus XY, ne? Ja. Nee, das schaffst du nicht, das stimmt. Ne, wenn ich jetzt in Montpellier bin und fahre dann von da aus wieder weg, ja. Dann, ja, dann sage ich auch adieu. Adieu, Monsieur. Tina, was hätten wir jetzt noch? Was? Ach, ich finde das witzig. Ja. Naja, also ist es eben halt nicht so beliebt, das weißt du. Ja, hier. Hier ist aber nicht die ganze Welt, auch wenn manche Leute das meinen. Ja, aber hier, du bist ja hier. Hier ist hier. Was man hier so sieht, sieht man nicht in Singapur so, Mama. Ja. Gott sei Dank. Was man hier so sieht, sieht man nicht in Taiwan so. Nee. Da sieht man die Dinge etwas anders. Ne? Ja? Wenn ich jetzt in Singapur einen Menschen filme, dann glaube ich nicht, dass da was passiert, weil die kennen das so. Und in zig, ich weiß, zu den zig Millionen Touristen und Ausländern, die da rumschwirren. Ich finde das Gejammere übertrieben wieder mal, typisch deutsch, übertrieben. Pass auf, nächstes Jahr regen sie sich dann darüber auf, dass die Leute, wenn sie im Restaurant sitzen, mit ihren Telefonen spielen oder was. Das kann es doch nicht sein. Davon abgesehen,
interessiert mich das ehrlich gesagt auch nicht, was irgendwelche Fremdlinge da meinen. Dann sollen sie doch zu Hause bleiben. Ja, was meint er? Nein. Ja, dann macht er. Weiß ich nicht, was das für ein Hund ist. Und deswegen kennt er sich auch Hundschafe. Ja, guck mal hier. Ne? Oh, der ist ein Riesenteil. Guck dir den mal an. Schäferhund. Etwas älterer. Das ist ein Schäferhund, ja, ne? Das ist ein Schäferhund. Ein ganz lieber. Das ist ein ganz lieber. Mhm. Die Schnauze. Ach, daran siehst du das. Ach, liegt das am Alter? Ja. Das grau, wie bei uns auch. Die Haare grau werden. Ja, aber er wird noch ein bisschen. Ja, er passt ja noch gut auf. Ne, wer den Hund ja gar nicht gut erzogen hat, ist ja unsere Nachbarin. Der ist aber auch noch ganz, hallo, der ist noch ganz jung. Ja, aber... Das wiederum ist eine Entwicklung. Genau wie kleine Kinder ja auch gleich noch. Naja. Ja. Bin ja mal gespannt. Also wir wollen den Kuchen zu Hause denn essen. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist ja Nerverei hier nur. Mich interessiert das mitunter denn auch gar nicht. Was? Wenn andere denn rumheulen, wenn sie gefälscht werden, dann sage ich, dann heulen sie doch. Mir doch egal.